Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge X4 Foundations. Auftrag ausgeführt. Jawohl, ich habe meine Aufklärer noch mal ein bisschen, ja, neuen Input gegeben, beziehungsweise neue Aufträge gegeben. Also der eine, der Aufklärer 1, macht jetzt hier mal Frommer Nebel 2. Erwarte Befehle. Da werden wir, wenn der fertig ist, auch gleich noch ein bisschen mehr machen. Und den anderen habe ich jetzt mal noch hier oben geschickt. Der klärt jetzt mal hier profitables Andenken auf. Und ich hoffe, dass dann auch eine Verbindung entsteht zwischen diesem und diesem Sektor. Müssen wir aber gleich nochmal gucken. Vielleicht geht der hier auch woanders hin. Müssen wir schauen. Also, aber als erstes, wie in der letzten Folge ja schon mal vorangekündigt, werden wir uns heute mal um den eigenen Stationsbau kümmern. So, ich bin jetzt hier mit meinem Falken quasi auch schon an der Position, wo ich gerne bauen würde. So, Bauplatz verwalten. Auftrag ausgeführt. Neuer Bauplatz. Und hier sehen wir, okay, hier überschneidet sich gerade ein bisschen was. Einfach ignorieren. Das ist irgendwie noch aus, irgendwie so ein kleiner Bug. Aber per se ist das erstmal hier der Sektor. Und wir sagen mal, wir bauen mal eine Station. Erstmal, ja, 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 Kilometer. So, ein schönes Quadrat. Und das kann man später auch noch ändern. Erstellen neuen Bauplatz. Auftrag ausgeführt. So, dann seht ihr hier die Größe. Dann sucht ihr euch ein Örtchen aus. Wie gesagt, an neutralen Sektoren ist es eigentlich egal, wo ihr das baut, denn es entstehen keine Grunderwerbs- oder Grunderwerbssteuern. Denn, wie gesagt, dem gehört, oder dieser Sektor gehört niemandem und von daher muss auch kein Geld dafür ausgegeben werden. Und in anderen Sektoren, wie gesagt, würde es dann so aussehen, ihr würdet hier, ja, eine Anzahl an Credits sehen, was euch das kosten würde. Macht da entweder ja oder ihr baut illegale Fabriken und lebt mit den Konsequenzen. Aber, wie gesagt, hier, no problemo. Da kommen wir ins Baumenü. So, sehr schön. Auftrag ausgeführt. So, das machen wir kurz klein. Hier also jetzt unser Würfel, den wir quasi so bauen und ausbauen können, wie wir gerne hätten. Man beginnt üblicherweise natürlich mit einem Dockbereich. So, das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, den richtigen Bauplatz zu finden. So, wir setzen das mal hier so hin. Ein bisschen zentraler vielleicht. So, wie weit ist es von der Grenze weg? Ja, das ist okay. Auftrag ausgeführt. Obwohl, wir machen es mal genau in die Mitte. So. Ja, der Ort gefällt mir. So, das ist unser Dockbereich. Da geht's los. Wobei, wir könnten es eigentlich auch zentral setzen. Und uns dann außen rum bauen. Ist egal eigentlich wie. Ach, komm. Wir bauen es hier vorne hin. So. Ja, ein Stückchen nach vorne. Bisschen hoch. So. Auftrag ausgeführt. Da geht's los. Aller Anfang ist klein und nicht sehr einfach. Dann werden wir ein Verbindungsstück erstmal bauen, damit wir uns ein bisschen ausbauen können. So, die haben wir hier. Ne, wo sind sie denn? Da, andere Module. Bauen wir mal so ein großes Teil erstmal nach hinten einmal. Einmal zur Seite bitte. So, wie gesagt, mit rechts. Umschalt. Zack. Rangebaut. Ihr könnt auch mit Rechtsklick und Kopiere-Modul quasi dasselbe nochmal bauen. Dann müsst ihr das hier nicht mal neu auswählen, sondern könnt einfach auf Kopieren klicken. Dann werden wir ein Kreuz bauen. Und zwar einmal hier. Und einmal hier. Und da werden wir links und rechts schon mal die ersten Produktionsmodule, nämlich in Form von Energiezellen, ranbatzeln. Wenn das nicht passen sollte, beziehungsweise wenn der Bauplatz außerhalb eures Kästchen ist, dann wird das Ganze rot. Ja? Rot bedeutet blöd, außerhalb, geht nicht. Grün bedeutet alles gut. Ja, und hier passt es eigentlich ganz perfekt. Auftrag ausgeführt. Das Ganze nochmal ein Stückchen Mitte schieben. So. Und dann seht ihr, alles gelb und gelb bedeutet kein Problem. Hier oben seht ihr das auch. Das würden wir jetzt alles bauen gerade. Und ich denke, das sollte für den Anfang erstmal genügen. Außer, wir brauchen natürlich auch ein paar Lager, damit wir die Energiezellen auch quasi lagern können. Dazu werde ich nochmal Auftrag ausgeführt. Vertikal nach unten eins setzen. Kopiere Modul. Zack. Aber die sind auch beide richtig angebracht, ja. Dann setzen wir dort. Setzen wir da noch was hin? Ne, ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir setzen dann dort schon mal die ersten Lagermodule. Und ihr seht, Endstation, ja. Nach unten könnten wir jetzt hier erstmal nicht weiterbauen. Zumindest nicht an diesen Modulen, aber das ist auch kein Problem. Wir werden uns dann nach hinten weiterarbeiten und dann gehen wir auch nach unten. Aber so erstmal das
Grundprinzip und das wird auch erstmal unsere erste Grundstation werden. So, sehen wir hier oben, was wir alles bauen gerade. Ja, verfügbare Materialien, logisch, ist bei 0, denn wir haben nichts. Was wird benötigt? 1500 Energiezellen, 2700 Hüllenteile und 760 Nanotronik. Macht, wenn wir da auf den nächsten Reiter gehen. Wir können ja alle mal tippen. Auftrag ausgeführt. Ich sage, das wird uns ungefähr 3,6 Millionen Credits kosten. Uha, 5,3 Millionen kostet sogar. Ja, schön. Das haben wir natürlich super im Petto. Ja, gut, wenn wir hier mit dem Preis runtergehen, dann ändern sich auch die Preise. Wir machen erstmal 50% vom globalen Preis und dann hoffen wir mal, dass eventuell hier die ein oder anderen neutralen Schiffe vielleicht ankommen. Dann geben wir der Station mal ein bisschen Knete. Wie waren wir denn? 935.000 Credits haben wir schon wieder? Wow, geil. Wir sagen einfach mal, hier kann man auch einfach so 500.000 Credits bestätigen. So, dann hat die Station erstmal 500.000 Credits. Auftrag ausgeführt. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Konstruktionsschiff. So, ich hoffe, dass wir eins irgendwo auf dem Radar haben. Ansonsten ist dieser ganze Bau gerade für den Arsch. Ja, wir sehen natürlich kein Konstruktionsschiff. Noch nicht mal hier, wo wir gerade aufdecken. Ach, weil das wieder am Arsch der Welt gerade umher schwebt. Und das ist natürlich auch hier hinten. Oh, das ärgert mich gerade. Ich kann jetzt auch keine neuen Befehle geben. Auftrag ausgeführt. Das ist scheiße. Was können wir mal löschen? Ne, wir sehen gerade keins. Wir gehen mal zurück. Wir werden mal den Plan erstmal speichern. Nicht, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Wir machen mal hier Energiefabrik. Und speichern das mal. Auftrag ausgeführt. Dann können wir nämlich dann später einfach den Plan laden. Und hätten das. Denn wir müssen jetzt hier leider rausgehen. Können wir das übernehmen? Ach, wir können es auch übernehmen. Und jetzt werden wir wieder reingehen. Wunderbar, sehr schön. Dann müssen wir uns, dann hätten wir uns das doch klemmen können. Dann löschen wir den Plan wieder. Und wir gehen raus. Modularänderung übernehmen. Und fliegen mal manuell ganz kurz wieder zurück in den Sektor nach hier unten. Obwohl, wir lassen ihn mal automatisch fliegen. Denn ich habe sowieso noch was anderes vor. Steh mal auf. Guten Tag. Grüß dich. Auftrag ausgeführt. So, setz dich mal hin. Denn ich werde jetzt auch gleichzeitig noch anfangen mit dem Satellitennetzwerk. Denn wenn wir jetzt hier unsere Energiezellenfabrik haben, dann brauchen wir natürlich auch Abnehmer und wir müssen immer aktuell auf dem Laufenden sein, wie die Handelspreise sind. Wie gesagt, wenn man eine Station entdeckt, dann sind die Handelspreise die ersten, ich glaube, 4 oder 5 Stunden. Da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Wir gehen mal ganz kurz in die Handelsangebote. Irgendwo wurde es mal angezeigt, wie lange der Preis quasi Auftrag ausgeführt. Zu sehen ist. Ne, nicht die logische Übersicht. Information? Ne, steht auch nicht da. Ja, wie gesagt, irgendwo stand's mal. Vielleicht haben sie das auch rausgenommen. Okay. Man hat's tatsächlich rausgenommen. Weil ich glaube nicht, dass wir 4 Stunden schon spielen. Wir können ja mal hier hingehen. Die haben wir gerade erst entdeckt. Ja, okay, das hat man geändert. Also, in alten Versionen war es so, dass man 4 oder 5 Stunden die Handelsangebote gesehen hat. Allerdings jetzt mit der Version 1.5 haben sie es rausgenommen und man muss tatsächlich von Anfang an gleich die Satelliten Auftrag ausgeführt. Aufstellen, damit man aktuell ist. Haben wir, irgendwo haben wir doch bestimmt mal einen Satelliten aufgestellt. Nö, aber wir können hier drauf gehen und hier bei den Handelsangeboten jetzt. Ach, hier sehen wir es auch nicht. Ach, weil wir kein Schiff haben oder was? Warum bin ich denn überhaupt beim Sammler Mineralien? Na, ganz kurz auf die Map gehen und mal unser Schiff auswählen. So. Jetzt, da haben wir es. Hier, Handelsbefehle. Hier sehen wir, hier können wir kaufen. Blob geht. Weil wir den Satelliten haben. Gehen wir mal auf eine Station, die wir nicht im Blickpunkt haben. Ja, geht auch. Noch zumindest. Auftrag ausgeführt. Aber auch jetzt wird mir nicht angezeigt, wie lange ich das noch sehe, oder?
Nee. Naja, gut. Aber wie gesagt, eigentlich verschwindet es nach einer gewissen Zeit. Und dem will ich vorbeugen, denn ich werde mal meinen Verteidiger nehmen. Da haben wir noch Satelliten drauf, tippe ich mal. Genau, 19 Stück haben wir noch. Und unserem Piloten jetzt mal anweisen, ein paar Satelliten rauszuschmeißen. Und zwar Rechtsklick und dann sagt man Einsetzen an Position Satellit. Ich habe da zivil, ihr könnt da Navigationsbarken, Ressourcen, Sonnen oder eben Satelliten ausschmeißen. So, und das mache ich jetzt mal für den gesamten Sektor. Und zwar versuche ich das so zu managen, dass ich mit einem Satelliten viele Stationen auf einmal bekomme. So, hier ist es Wurst. Auftrag ausgeführt. Da ist es auch relativ Bockwurst. Ja, die werden wir leider auch alle nicht in einem Satellitenkreis haben. So, hier setzen wir noch einen hin. Und Auftrag ausgeführt. Setzen wir noch einen hin. So, dann hat der jetzt die Aufgabe, hier überall Satelliten rauszuschmeißen. Manuell, automatisch. Ohne, dass wir uns drum kümmern müssen. Und wir können uns, ja, wie wir es jetzt schon machen, einfach nur hinter ihn stellen und beobachten. Und uns zurücklehnen. Und somit haben wir dann erst einmal hier in dem Sektor ein komplettes Satellitennetzwerk aufgebaut. Und sehen immer brandaktuell, wie die einzelnen Handelsangebote aussehen. Wie gesagt, ist halt wichtig für den Verkauf später oder generell für den Handel. Und ja, deswegen sind die Satelliten echt extrem wichtig. Ein Satellit kostet in der Anschaffung 5000. Es gibt auch die erweiterten Satelliten, die haben dann einen Radius von, ich glaube, 75 Kilometern und nicht nur 30. Die kosten allerdings auch 102.000, ich glaube 100.000 netto kosten die Dinger. Also einfach mal das 20-fache. Und, also ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Die haben 2,5-mal die Reichweite, kosten allerdings 20-mal so viel. Also ich weiß nicht, ich bin dann eher bei den normalen Satelliten. Da spart man sich dann auf jeden Fall mörder viel Geld. Gut, später, wenn man eh zu viel Geld hat, dann ist es wahrscheinlich auch egal, dann kann man sich auch die für 100.000 kaufen. Auftrag ausgeführt. Aber jetzt am Anfang, wo wir, ja, jeden Credit quasi umdrehen müssen, da bleibe ich mal bei den einfachen Satelliten. So. Der Kollege hier steuert schon Richtung Sprungtor. Müsste dann hoffentlich gleich mal ankommen. Da wird gespeichert im Hintergrund. Nopileus Glück 4 Fabrik. That's the name. Können wir natürlich auch wieder umändern. Erreiche System. Mit der Identifikationskennzahl GEZ094. So. Gesucht Minenräumexperte für 185.000 Credits. Das ist cool. Hätten wir vielleicht mal machen sollen. Wobei ich frage mich gerade, wo das sein soll. Eigentlich müsste es ja schon erkundet worden sein. Oder es ist genau hier noch in dem nicht aufgedeckten. Ach, jetzt habe ich. Achso, das ist eh nur der Rückweg. Dann fliegst du halt so zurück. Sehr gut. Ja. Also, jetzt wird der Kollege hier fleißig seine Satelliten hoffentlich ausschmeißen. Wie gesagt, das Problem ist, wenn du hier mitfliegst, der geht nicht in den Reisemodus. Die anderen Schiffe, ihr seht es ja bei dem hier hinten, bei dem Erkunder, der fliegt halt mit Reisegeschwindigkeit. Zack. Aber hier der Kollege, auf dem wir quasi ein Auge gerade werfen, der kommt einfach nicht aus der Pushen. Das ist nicht schön. Aber wir können natürlich erstmal manuell hier die Mission vielleicht machen. Und wenn wir dann, oder das kann ich ja dann in der Pause machen, werde ich quasi wieder vom Kapitänsstuhl aufstehen und ihn fliegen lassen und die Auftrag ausgeführt. Und die Aufträge bleiben ja bestehen. Ich denke, das mache ich mal. Ach, in einem ganz anderen Sektor ist das. Da hinten? Okay. Gut, Kollege. Samuel. Guten Tag. Bro. Dann werden wir mal den Auftrag machen. So, gucken wir uns ganz kurz an, was gefordert ist. Das ist natürlich das Falsche, denn hier muss ich hin. So,
Die Nachricht, dass Sprengminen in direkter Nachbarschaft von einer unserer Versorgungsstationen platziert wurde, traf uns völlig unerwartet. Es ist für uns unerlässlich, dass diese Station ungestört produzieren kann, damit die Operationen auf unseren eigenen Stationen problemlos weiterlaufen können. Wir vermuten, dass einer unserer Hauptkonkurrenten hinter diesem feigen Wirtschaftsterrorismus steckt. Für die Beseitigung der Minen bezahlen wir eine stattliche Belohnung von 135.000 plus 50, 185.140 Credits. Moderat, kein Zeitansatz und Fraktion Gottesreich von Paradies. Auftrag ausgeführt. Das werden wir machen. Und ich habe dann auch gleichzeitig noch die Hoffnung, wenn wir diesen Auftrag erfüllt haben oder diese Mission, dass wir dann beim Ansehen Auftrag ausgeführt auf Stufe 15 vielleicht fliegen. Aktuell sind wir noch bei 14. Und dann könnten wir wieder einer Zeremonie beiwohnen, wo wir zur Ehrenwache des Xar ernannt werden. Dann kriegen wir wieder ein paar mehr sind das Lizenzen? Ja, Lizenzen. Und wir haben mehr Möglichkeiten. Das würde ich ganz gerne schaffen. Was ist hier noch für eine Mission? Ja, falsch. Ja, Satellitenreparatur. Zack. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Das machen wir als allererstes, denn Satellitenreparatur ist absolut billig. Wie der Name es schon sagt, wir müssen einen Satelliten reparieren. Satellit. Und kriegen dafür erstmal ein wenig Geld. 163.000 für die Reparatur eines Satelliten. Und das ist eine Arbeit von, na, wir gucken auf die Uhr, sagen wir 16 Minuten. Bei 16 Minuten haben wir die Mission angenommen. Angehalte Hilfe, repariere 4 Datenlecks. Oh, auch geil. Ich glaube, das machen wir direkt auch noch. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Aber wir machen erstmal den Satelliten. So, Datenlecks machen wir danach. Da verdienen wir uns jetzt innerhalb von vielleicht 10 Minuten richtig Asche. Fast perfekt. So. Okay, wir steigen. Auftrag ausgeführt. Ah, stopp. Halt. Verteidiger. Ach, das ist scheiße. Das Problem ist, wenn ich den Typen jetzt quasi ans Steuer lasse und aussteige, dann wird der seine Mission machen. Und der wird einfach wegfliegen. So, deswegen hier Position halten. Wir müssen da nochmal alles löschen. Das werde ich ihm nochmal neu auffragen. Dann quasi in einer Pause. So, wo ist der Satellit? Wo ist denn der Satellit? Hallo? Ich muss mal ganz kurz die Mission auf aktiv setzen, damit ich sehe, wo der Satellit ist. Satellitenreparatur auf aktiv setzen. Ach, da. Ach, da sind wir. 22 Meter. Mission erfüllt. Das war's. Das war es. Mit der Landerlaubnis. So. Ich glaube, schneller kann man sein Geld hier echt nicht verdienen. Ja, steh auf, Kollege. Hallo. Hi. Dann kümmern wir uns um Datenlecks. Das ist genau die gleiche schwere Arbeit. Ach man, ich gehe jedes Mal auf die falsche Sache. Nee, angeheuerte Hilfe. Auf aktiv setzen. Hallo? Hallo? Ich kann nicht steuern. Stopp! Auftrag ausgeführt. Jetzt geht's wieder, keine Ahnung. Irgendwie hat er gerade so festgefreezed. So, da sind die 4 Datenlecks. Bei den Datenlecks, ich weiß gar nicht, haben wir so eine Mission schon gemacht? Also wenn man eins repariert, das zählt für 2 teilweise. Stimmt, für 3 hat das eine gezählt. Das haben wir schon zusammen gemacht. Also ich hoffe nicht, dass wir wirklich alle 4 Datenlecks... Auftrag ausgeführt. Alle 4 Datenlecks reparieren müssen, sondern nur 2. Was mir tatsächlich ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass wenn unsere Aufklärer einen Punkt quasi angeflogen haben, dass sie sagen, Auftrag ausgeführt. Das nervt mich ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist einfach der deutlich schnellere Weg, um Sektoren aufzudecken. Hat eigentlich unser Aufklärer 2, hat er eigentlich auch hat er auch Satelliten an Bord? Wenn nicht, lasse ich den das gleich machen, dass der hier überall Satelliten aufstellt. Müssen wir mal gucken gleich. Aber erstmal kümmern wir uns noch ganz schnell um den Auftrag. Und wenn wir den Auftrag erfüllt haben, dann werde ich per Autopilot Auftrag ausgeführt zu dem Minending fliegen. So, okay. Gucken, ob das
nicht wieder Innerstation ist, wie es ab und zu mal vorkommt. Das könnte genau zwischen. Auftrag ja, ausgeführt. Da müsste das Datenleck sein. Ja. So, guten Tag. Guten Tag. Danke, Verteidiger. Raumanzug. So, mal kurz hinschweben. Ja, zählt wieder für zwei. Sehr schön. Also. Falke, Verteidiger. Haben wir das auch gleich schon wieder erledigt? Upsala. So, steh auf. Darth Vader. Warum bin ich in der Karte? So, wo? Auftrag ausgeführt. Da hinten ist der nächste, okay. Ach, wie komme ich denn hier raus? Da ist es. Weltall. Gott, Alter, wie groß ist denn diese Station? Oh. Da drunter oder? Ja, müsste unter dem Docking-Plattformchen sein. Ah! Da war es auf jeden Fall. Hab es schon gesehen. Hallo. Hi. Falke, Verteidiger. Dass der mich auch alle zwei Sekunden grüßt. So. Scan-Modus. Auftrag ausgeführt. Yes, yes, yo. 152.000. Check. Mein Schiff? Falke, Verteidiger. Da ist es. So, Landeerlaubnis. Anlauferlaubnis erteilt. Und geht die Klappe auf. Auch sehr schön. So, Auftrag 2. Ja. Erwarte Befehle. 5 Minuten nach erstem Auftrag. Das geht verdammt fix. So, was haben wir hier? Angenommene Mission. Finde Sicherheitscontainer. 218. Würde mich auch direkt interessieren. Aber wir machen erstmal die Minen. Wo müssen wir dafür hin? Da hinten. Okay. Autopilot? Autopilot. Eingeschaltet. Gehst du in den Reisemodus? Jetzt geht er in den Reisemodus. Müssen wir ihm selber sagen. Und jetzt sollte er hoffentlich auch erstmal Richtung Einsatzgebiet fliegen. Und ich werde ganz kurz nochmal gucken. Unser Aufklärer 1 ist tatsächlich fertig. Sehr schön. Genau. Bei dir wollte ich wissen, hast du... Ja, aufstellbares. Je, was? Doch, da 11 Satelliten. Geschütztürme, Minen? What? Ach, das Ding habe ich geklaut, ne? Auftrag ausgeführt. Ja, der hat auch kein Schild. Eieiei. Also wenn der mal angegriffen wird, der ist direkt am Arsch. Okay, aber du hast 11, das sollte auch nicht reichen. Dann wirst du jetzt Satelliten aufbauen. Kurz mal mitzählen. 3. 4. Ich hoffe, dass der hier Platz findet. Der hat sogar erweiterte Satelliten ein. Eieiei. 5. 6. Ah, oh, es reicht nicht. 7. Oh, das... Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob das reicht. 8, 9, 10, wa? Ja, okay, komm. Dann kriegt jeder 1. Bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hallo? 10. So, dann hat er alle Satelliten abgeschmissen, die er kennt, die er dabei hat. Und anschließend fliegst du mal bitte zu einem Raumpier. Und zwar fliegst du mal hier hin. So. Dann können wir nämlich gleich neue Satelliten darauf schmeißen und dem auch mal ein Schild geben. Erreiche System. Eiliges Relikt. Sehr schön. So, der andere Aufklärer, Aufklärer 2, der ist tatsächlich auch fertig. Eieiei, ist ja gar nichts. An Station. Hier geht's auch nicht weiter. Befehle. Quasi so ein schönes Ankersystem oder ein Ankersektor, wo einfach nichts weiter ist. Schade. Kann ich nicht hinfliegen. Also unbekannte Bereiche kann ich nicht ansteuern. Dann fliegst du mal bitte hier nach 3 Einigkeit 3. Und okay, jetzt ist wieder irgend so ein Gegner in der Nähe. Und deckst mal den Sektor auf.
machen es erstmal grob. So die Außenbereiche. Und dann werden wir ein bisschen genauer. So. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, macht's darüber. Weil ihr werdet einfach sehen, es geht viel, viel zackiger. So, und dann müsste ich eigentlich... Na gut, hier hinten können wir nochmal hinfliegen. Grob alles haben. So, am Ende... Dockst du mal bitte auch an das Raumpier an und holst dir neue Satelliten. Beziehungsweise du hast, glaube ich, überhaupt noch gar keine Satelliten an Bord, wa? Okay, wieso komme ich nicht in die Übersicht? Mein Besitz. Aufklärer 2. Okay, vielleicht haben wir einfach gerade zu viele Befehle, dass wir nicht mehr in die normale Ansicht kommen. So, machen wir es so. Trick 17, dann... Genau, da ist er wieder. Ja, sind zu viele Befehle. Da ist anscheinend auch noch ein Bug. Da wird oben das alles aufgegeben. So, du hast Navigationsbarken. 20. Okay, die kannst du alle wegschmeißen. Satelliten sind die Sache, die du brauchst. Okay, gut. Dann fliegst du hier 3 Einigkeit 3 ab und dockst dann an. Genauso wie unser anderer Kollege. Sehr schön. Da seht ihr, da sind die ersten Satelliten schon ausgebracht. Beziehungsweise Hälfte hat er sogar schon fast. Ja, wenn er jetzt den rausschmeißt, ist er schon bei 5. Ja, das geht halt auch extrem schnell. Also da müsst ihr euch auch nicht drum kümmern, sondern ihr sagt einfach hier Befehl, mach das, wunderbar. Und dann habt ihr nie wieder ein Problem. Ein Konstruktionsschiff. Okay, dann machen wir das ganz schnell noch zum Abschluss dieser Folge. Wir gehen nochmal auf Nobileus Glück. Andocken abgebrochen. Was? Ja, ist mir egal. Und wir haben irgendwo, da ist auch ein Paraniden-Konstruktionsschiff, aber hier oben ist eins. Und dann sagen wir doch einfach mal, du bitte wählen. Kostet, wie gesagt, 50.000. Jetzt haben wir eins zugewiesen. Moduländerung übernehmen. So, sehr schön. Dann wird das jetzt nämlich gebaut. Die Station hat kein Geld. Wieso hat die Station kein Geld? Ach nee. Die Station hat schon Aufträge vergeben wahrscheinlich. Wir können auch mal in die Bauernsicht gehen. Und wir sehen erstmal am Geld. Ja, 350.000 sind schon ausgegeben worden. Und jetzt, wenn wir hier das öffnen, sehen wir eigentlich eine Übersicht, was schon alles gekauft wurde. Hier zum Beispiel Nanotronik, 78 Stück schon gekauft worden. Und wir kriegen Energiezellen, 69, durch einen Paranidenhändler. Sollte in 3 Minuten wahrscheinlich ankommen. Das sind schon mal die ersten Sachen, die gekauft wurden. Durch den automatischen, ja, Manager. Also wir können später auch selber Manager einsetzen. Die dann auch, wie gesagt, ihre Fähigkeiten steigern. Aber so sehen wir erstmal, der automatische Verwalter hat hier schon mal das erste Geld ausgegeben. Ja, komm, kriegst du gleich nochmal 500k. Bestätigen. So, dann kannst du dir nämlich direkt nochmal neue Sachen kaufen. Nanotronik ist wirklich verdammt teuer. Das ist eigentlich das teuerste an dem ganzen Bau am Anfang. Wir können mal gucken. Nanotronik kostet, glaube ich, 1500 pro Ware? Achso, ja, wir sind noch im Baumenü. So, jetzt in Nanotronik. Wo wird es denn verkauft? Kennen wir schon eine Station? Da, hier, 4400 kostet ein Nanotronik-Teil. Ja, und wir brauchen ein paar. Das ist wohl... Oh, alter Schwede. So, das also jetzt hier noch unsere Minen. Mine. Auftrag ausgeführt. Die Xenon haben Minen ausgelegt, das ist ungünstig. Die müssen wir jetzt zerstören. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir den Auftrag erfüllt. Es gibt, glaube ich, 2 Arten von Minen. Es gibt Minen, die sind einfach stur im Weltraum und müssen zerstört werden. Bei den Schiffen zum Beispiel, die stehen einfach nur irgendwo rum und dann muss man die zerstören. Das sind, glaube ich, Minen, die sind ein bisschen intelligenter. Die fliegen irgendwann auf einen zu und versuchen, dich dann so zu zerstören. Die heißen, glaube ich, Freund-Feind-Mine. Die sind, wie gesagt, ein bisschen intelligenter, kosten auch ein paar Credits mehr. Aber die sind ein bisschen bitterer. Deswegen muss man hier teilweise echt ein bisschen aufpassen. So, ich würde sagen, ich speichere, beende die Folge und dann sehen wir uns morgen wieder
Dann werden wir hier uns mal um die Minen kümmern am Anfang und dann anschließend, ja, wahrscheinlich noch ein, zwei Aufträge mehr machen, weil wir müssen unsere Kassen füllen. Der Stationsbau wird teuer und ja, das wird noch ein wenig dauern. Also, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao und tschüss.